und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und heute schauen wir uns mal ein bisschen genauer die neue Steve-Rennstrecke an. Denn mit dem letzten Update hat sich einiges bei dem Rennen bei Steve verändert. Und eine neue Streckenführung wurde reingepackt. Ihr könnt hier am Anfang, könnt ihr immer noch... Wow, verdammt. Ihr könnt am Anfang immer noch über den Wagen springen. Ist jetzt das Ganze ein bisschen ungewohnt, weil ihr nämlich hier das nicht mehr diese Wand habt. Aber ich habe auch das Gefühl, man wird nicht mehr so stark rausgedrückt. Ich mache das Ganze einen Ticken langsamer. Denn hier hat sich jetzt schon mal das Erste geändert, denn ihr könnt jetzt nicht mehr am Zaun vorbei, sondern müsst hier auf jeden Fall drüber springen, was die ganze Strecke ein bisschen leichter macht. Hier kommt ihr immer noch genauso rum wie davor. Und jetzt hier ist schon das nächste Stück, was sich leicht verändert hat, denn nämlich ihr habt hier diese Mauern, die euch so ein bisschen mehr nach außen drücken bei dem Rennen. Dann habt ihr hier dieselbe Stelle wie gewohnt, wo ihr hier so ein bisschen drüber springt. Und jetzt ist es nämlich interessant, denn hier seht ihr auch schon die Hauptsache, die Speedracer nämlich jetzt beachten müssen. Denn wenn ihr nämlich hier wirklich auf Highscore gehen wollt, dann braucht ihr am besten einen Freund. Ja, ihr habt richtig gehört, dass wenn ihr Highscore raced, braucht ihr am besten hier einen anderen Spieler. Und das zeige ich euch jetzt, warum ich auch das Rennen einmal abgebrochen habe. Denn wenn ihr hier wirklich eine Top-Score haben wollt, dann zeige ich euch nämlich, wie das Ganze aussieht. Also ihr müsst hier vorne, ich habe übrigens gerade keine Hufeisen drauf, also wundert euch nicht wegen der Zeit. Ich will es auch nochmal ganz kurz erklären, wie das nämlich abläuft. Denn wenn ihr das Ganze nämlich wirklich auf Score reiten wollt, dann müsst ihr nämlich hier vorne, wie gehabt nämlich, hier möglichst close vorbei und hier drüber springen und dann nämlich eigentlich hier in die Kurve und um die Ecke gehen. Und da ist nämlich genau der Knackpunkt. Im Idealfall habt ihr hier jemanden stehen, der nämlich euch hier dann immer das Tor öffnet. Und ihr seht gerade nämlich, was ich dafür Probleme habe, das Tor zu öffnen. Denn wenn ihr das nämlich nicht macht, dann könnt ihr nämlich nicht diese Abkürzung am Anfang nehmen, da ihr ansonsten Probleme habt. Ihr könnt auch einfach versuchen, die Taste zu spammen, also so ganz oft zu drücken in Folge. Dann könnt ihr das auch schaffen, dass das Tor aufgeht. Ihr müsst quasi nach dem Sprung direkt die E-Taste spammen. Dann habt ihr da die Möglichkeit rumzukommen. Ist deutlich komplizierter, als wenn ihr da einfach einen Freund stehen habt, der euch einfach mal das Tor öffnet. Denn das ist nämlich tatsächlich die einfachste Variante, die ihr habt. Wenn ihr nämlich jemanden habt, der dann dort steht und jedes Mal, wenn ihr ankommt, euch das Tor öffnet. Hier kommt jetzt am besten übrigens rum, wenn ihr einfach hier über diese Ecke drüber geht, dann müsst ihr nicht so einen Zickzack-Move machen. Und hier dann eben das Beste. Ich mache jetzt mal extra das Ganze ein bisschen lauter, also Hap und dann hier. Ja, genau. Ihr seht gerade das Problem, das Tor. Ist das Tor jetzt gerade verbuggt, denn das Tor geht gerade gar nicht mehr auf. Ich weiß nicht genau warum, aber das Tor geht gerade wirklich gar nicht auf. So. Und dann kommt ihr nämlich möglichst eng rum. Die Hitbox ist dann nämlich von dem Hindernis nämlich super, super, super eng. Da könnt ihr nämlich richtig schön abkürzen, wenn ihr das Ganze nämlich nur leicht streift. Hier aber auch wirklich am besten nur leicht streifen. Und dann habt ihr nämlich jetzt hier diese Stelle, die wie gewohnt ist, bei der ihr dann einfach hier möglichst eng rumgeht. Und dann habe ich das hier gerade nochmal verpasst. Aber das ist quasi nur dasselbe, was wir hier schon mal hatten in grün. Und nachdem ich jetzt hier drei Runden gemacht habe, kann man sagen, dass so die Hauptstelle, die wichtigste Sache, die ihr hier bei dem Rennen jetzt nämlich neuerdings beachten müsst, ganz klar die Sache beim Tor ist. Denn wenn ihr hier wirklich drüber springt, hier vorne, dann könnt ihr nämlich, kommt ihr nämlich ungefähr hier auf, dann ist es wahnsinnig schwer, nämlich direkt noch einmal hier drüber zu springen. Weil ihr wollt ja im Idealfall, wollt ihr hier so eng durch. Weil wenn ihr nämlich, ihr habt nämlich die Wahl, wenn ihr hier drüber reitet, oh mein Gott, und nicht gerade im Zaun hängen bleibt, dann habt ihr nämlich zwei Varianten, wie das Ganze aussehen könnte. Ihr kommt hier an und dann wollten wir ja eigentlich will man hier rüber springen und da direkt die Kurve nehmen. Also man möchte quasi im Idealfall hier rüber springen. Und dann hier das Tor offen haben. Und dann will man hier möglichst so eng durch das Tor direkt durch. Wenn man das nämlich nicht macht, dann hat man nämlich die Probleme,
dass man, wenn man hier direkt im vollen Galopp rüberspringt, dass man dann eben nicht nochmal direkt springen kann oder das Tor einfach nicht aufgeht und man erstmal mit dem Tor noch so ein bisschen mitgezogen wird. Also das Idealste, was ihr wirklich machen könnt, ist euch da jemanden holen. Die Alternative, wenn ihr euch niemanden holt, ist im Endeffekt so, dann müsst ihr nicht hier nach drüben gehen, sondern ihr reitet geradeaus und dann eben möglichst eng hier so rum und dann hier so rüber. Das ist quasi die Alternative. Da müsst ihr dann aber einmal springen und verliert damit natürlich ein bisschen Zeit. Viel Zeit verliert ihr damit nicht, aber auf jeden Fall, wenn es hier um die Highscore geht, verliert ihr damit definitiv einiges nochmal, wenn es darum dann wirklich geht, das Ganze dann auf möglichst Millisekunden genau dann hier die beste Score zu haben. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem neuen, neu gemachten Steve-Rennen sagt. Gefällt es euch jetzt besser? Gefällt es euch davor besser? Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mich genau diese Sache mit dem Tor hier dazu führen lässt, dass ich die alte Version besser fand. Ich finde die neue Strecke leichter, bis auf diese einzige Stelle. Der Rest ist deutlich angenehmer, hat deutlich weniger RNG, also weniger Zufallssachen drin, weil die meisten Sachen jetzt wirklich deutlich einfacher zu machen sind. Eure Meinung dazu wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.